See those metal monsters? Scrotus War Boys put them up to mark their turf. Bring them down for good. Ramming could damage our front, but it should work. Okay. Ach, das sind die Vogelscheuchen. Ah, okay. Die wir vorhin schon mehrmals gelesen haben. Können wir dafür nicht auch den Haken benutzen, den wir gebaut haben? Stay put. Ich höre die Vogelscheuchen. Sollen wir erstmal alle Vogelscheuchen kaputt machen, ja? Dann ist die nächste. Okay, wird uns bestimmt gleich noch erklären, wie das funktioniert. Einmal zur Vogelscheuche. Ja, bestimmt noch mit der Harpune machen. Vogelscheuche schwach. Ja, auf jeden Fall cool gemacht. Ja, cool gemacht sogar eigentlich. Da finden wir ein bisschen nützlichen Mist. Aus wie ein Kühler. So, einen haben wir noch. Das Auto ist noch ganz, Tank ist noch voll. Und uns jetzt die letzte Vogelscheuche hier. Better use the harpoon for this. Spätestens jetzt mal gelernt, wie es geht, okay. Scrotus camp laid before us. At our mercy. No, we scouted out. Oh, yes, yes. To see if they've nasty surprises and wait for the righteous. Ah, gibt's hier kein Müll für uns? Lecker? Ja. Und scouten wir mal das andere Lager aus. Wir uns hier den Berg hoch kraxeln. Mal sehen, wie das wird. What's the purpose of these camps? Oil. The crew pumped from the very ground and set in convoys to be refined and gasolined in gas town. Gibt's hier einen Gegner? Ne, das ist das Schiff, wo wir schon mal waren, nicht? Dürfte doch dasselbe Aussichtspunkt sein. Ich glaube schon. Ja, von da hinten sind wir gekommen. Ich glaube, da liegt der Anker. Schwer zu übersehen eigentlich. Let's see. So, schauen wir mal. Sniper out front. Lagersniper als Teil der äußeren Verteidigungslinie eines Lagers suchen Lagersniper das Ödland nach möglichen Bedrohungen ab. Sie können Eindringlinge aus großer Entfernung erkennen, sind sowohl nah als auch im Fernbereich tödlich. Lässt man zu, dass er gestärkt wird, feuert der Sniper häufiger und trifft dabei zuverlässiger. Oh, oh. Gates defended. Flammenrohr. Als Teil der Außenverteidigungslinie eines Lagers schützt Flammenrohr den Haupteingang eines Lagers mit einer extrem gefährlichen Feuerwand. Um es auszuschalten, muss seine Treibstoffquelle gefunden und vernichtet werden. Lässt man zu, dass es gesperrt wird, tötet das Feuer fast alles auf der Stelle.
Warcrier. Warcrier. Ja, was ist die einzige Aufgabe eines Warcriers, ist, die Bewohner eines Lagers zusammenzutrommeln und sie in einen wilden Kampf auszuversetzen. Wenn sie gestärkt wurden, sind die Kämpfer gefährlicher. Beseitigen den Warcrier, um den Stärkungseffekt zu beenden. Okay, also so eine Art Coach, könnte man sagen. Die örtliche Verteidigungslinie wird oft durch eine Vielzahl von Methoden geschützt. Wenn sich ein Lager nähert, herrscht dort Alarm. Wenn sich der Alarmanzeige vollständig gefüllt hat, wird die Verteidigung des Lagers gestärkt und deutlich gefährlicher. Okay, was meint ihr also mit gestärkt? Camp has light defenses. I'll deal with them before entering. Schalte den Sniper aus. Wie? Beim Fahren läuft es irgendwie nicht so richtig flüssig. Das macht das Fahren irgendwie ein bisschen doof. Ja, dann so geht alles prima. Wir müssen von hinten anschleichen. Hier einmal rings rumfahren. Immer noch sehen. Er scheint nicht runter zu gehen. Wait here. Aus müssten wir uns jetzt eigentlich anschleichen können. Ich wüsste sonst nicht, wie wir den ausschalten sollen, den Sniper. Liedlingers. Okay, die Stadt Gassan kann es sich leisten, ihre Warbeutel gut auszurüsten. Skrotus Eliteschützen oder Liedslinger sind mit äußerst präzisen Gewehren mit Zielfernrohr ausgestattet und verfügen über reichlich Munition. Aus der Ferne Kugelfarm. Waffen wie diese fallen nicht so einfach irgendwie die Hände in die Hände. Liedslinger werden eingesetzt, um aus der Ferne Skrotus viele Interessen, Lager, Kolonnen, Vogelscheuchen und so weiter zu schützen, wobei sie eine Gefahrenzone um sich herum erschaffen. Liedslinger schießen auf alles, was sie nicht erkennen, egal ob es nun ein gepanzertes Fahrzeug oder ein Mensch ist. Okay. Bis jetzt. Kein Plan, wie wir das machen sollen. Okay. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir uns um den kümmern sollen.
Das hat es jetzt nicht wirklich gebracht. Okay. Finden wir vielleicht irgendwo einen Sniper? Nee. Bin natürlich ein bisschen verwirrt. Camp has light defenses. I'll deal with them before entering. Yes, yes. Nothing our sweet magnum opus cannot handle. Ich meine, hier liegt nichts rum. Ein Sniper zufällig. Halte den Sniper aus. Ja, aber wie? Hier gucken. Hier gibt es Suchbereich, historisches Relikt und Schrott. Da haben wir eins nicht mitgenommen. Ach. Wie schalten wir den blöden Sniper aus? Okay, dann probieren wir es jetzt einfach mal auf die radiale Tour mit der Harpune. Der tote Sniper. Der hat jetzt mit Sicherheit ein Snipergewehr. Fuß weiter. Keep an eye out. No surprises. Scheint meine rechte Maustaste nicht so recht zu wollen wie ich. Also ich muss reinlaufen. Wenn du dich mit einem Warcryer näherst, schlägt der Alarm. Wenn sich der Alarmanzeige völlig gefiltert, werden die Gegner in der Nähe gestärkt und so deutlich gefährlicher. Okay. Ah, Mann. Zack. Und zack, zack, zack. Ah, zu spät. Und zack, zack, zack. Ah, zu spät, scheiße. Nicht mit mir. Okay, das scheinen alle gewesen zu sein. Trink mal schnell den Lux, bevor wir da sterben. Makelbach ist gone. They left nothing.
7 Schrott, der hat nicht, der hat ein bisschen was. 3 Schrott. Mal wieder sehen. Schrott 10, Insignien 3, historisches Relikt 1. Okay. Historisches Relikt, aha. Max, we miss you. Came back soon. Okay, cool. Will I ever come back? Gotta get to that pump and destroy it. Zerstöre die Ölpumpe. Ich würde gerne noch den anderen Mist einsammeln. Dann regt doch 100 Brunner, also jawohl. Storm's rising. Jawohl. Messer. Marker, was war das? Was ist das? Ein Sturm oder wie? Und das jetzt hier konnte ich nicht mal irgendwie mit E. Okay, halt ein Klettern. Ich denke, wir wollten, dass wir einen Schrott übersehen, ne? Nicht mit mir. Zerstöre alles Schrottes Insignien, um die zusätzlichen Lagerzähler zu kriegen. Ah, das sind die Insignien. In 0 von 3. 1 von 3. Möglicherweise. Ich würde jetzt sagen, die haben auch einen Hund. Und ich glaube, da schläft einer von denen drin. Vielleicht die Leitner nicht immer runterspringen. Was er schon wieder? Hab ich gesehen. Gut, dass du aufpasst. Über Max. Generator. Hälfte vom Schrott haben wir schon gefunden. Jetzt noch weiter runter. Jetzt nach oben. Wir gehen erstmal runter. Immer schon runter. Ja. Oh, Mission. Wo war das? Got call for him now. Ah, genau. Weil ich bezweifle, dass ich hier runtergehen kann. Okay, wenn wir Munition sparen können. Das ist Kacke.
Das Wasser sein? Wie, das sieht einfach nur aus wie Schatten. Na gut. Hier, von hier sind wir ja gekommen. Ist, wir müssten jetzt mal die Taschenlampe ausmachen, die nervt mich. Dann geh hoch. What do you want? Time is built to this, Wanderer. Your path, however crooked, has led you straight to here. Our work, yours and mine, must soon commence. Come find me when your spirit is ready. Während Max im Bodenkampf aktiv ist, baut er Wut auf. Wenn er genug Wut angesammelt hat, wechselt Max in den Wutmodus, in dem alle seine Schläge noch stärker sind. Max bleibt im Wutmodus, bis die Anzeige geleert ist, beziehungsweise bis alle Feinde in seiner Nähe besiegt sind. Wut freigeschaltet. Los, komm. Ah, nein, 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 die abpassen. Hinter uns einer steht. Oh ja. Und zack. Und schon. Ach, Mann, wir müssen da aufpassen. Ja, nicht ganz so einfach die Kämpfe hier bei Max. Mit unserem guten alten Max. Bin mal gespannt, ey. There gotta be water around here somewhere. Also uns fehlt auf jeden Fall ein Schrott hier an dem Checkpoint. Him again. Das heißt, wir müssen jetzt aber auch nochmal hier nach unten. Genau. Wir brauchen scheinbar trotzdem die Schrotflinte. Ein Schuss. Einen lausigen Schuss haben wir jetzt noch. Da war doch noch ein Weg. Bevor wir jetzt da hochgehen, wird mal nach dem anderen Weg, den wir vor uns nicht genommen haben. Genau, wir sind nicht nach oben gegangen. Ah, Munition und Schrott. Fünf Schrott. Wasser könnte man noch gebrauchen. Wir müssen doch hier irgendwo Wasser haben. Oh, Max.
So, von hier waren wir ja gekommen. Das ist unsere Wasserschüssel. Und dann mal schauen beim Rausgehen. Ab mal unten mit dir. So. Zack. What do you want? Time is built for this, Wanderer. Your path. Komm, aber springen. Mich würde echt mal interessieren, wer das ist. Ja, und zack, mein Freund. Zack, zack, zack. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Zack, 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 zack. Schluss mit lustig, ja. Und tschüssi. Ah, wir haben nicht gekriegt. Verdammt. Ah, Mann, nur da auf meinen Rücken zu treten, du Idiot. Was habe ich gerade gesagt? Es wird nicht in den Rücken getreten. Die hören mir einfach nicht zu. Die hören mir einfach nicht zu. Bin ich ehrlich gesagt. Make it so that there's no reason for them to come back. 5 Schrott für den Kampf. Bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Auf dem Weg her schon viel mehr gefunden. 12 Schrott, ne? Nicht schlecht. Nicht aufgepasst, wie viel Schrott wir jetzt überhaupt insgesamt haben. Ah, hier ist das letzte Schild. Hier halten, zerbrechen. So, müssen wir alle 3 haben. Wo ist die X-Taste hier? Rott fehlen 2. Oben gibt es bestimmt nochmal Schrott. Jawohl. Na. Finden wir noch einen Short? Ah, guck mal hier. Schrott vollständig. Aber hier steht Schrott 9 von 10. Sehr komisch. Das ist noch eine Tür. Benötigt Explosion. Na, hier dahin. Können wir uns den runterwerfen? Das Auto steht doch dort ganz in der Nähe. Da müssen wir doch hinkommen. Jawohl. Die Hoffnung, dass wir nur mitnehmen können dann. Alles sammeln, was geht. Jetzt müssen wir ja einen opfern. Das Öl, das läuft ja einfach so irgendwo hin. Würde ich denn weggehen?